Morgen zu einer Runde Arma 3 Epoch. Wie ihr seht, habe ich mich schon ein wenig umgesehen. Habe dabei dieses schöne Maschinchen gefunden. Eine M29. Dann habe ich hier noch eine MK18 gefunden. Und so ein paar Kleinigkeiten und natürlich eine Multigun. Komischerweise finde ich immer sowas, wenn ich nur alleine spiele. Deswegen habe ich jetzt mal gesagt, jetzt nehme ich das mal auf, weil bevor die Leute mir nicht glauben, dass ich hier ohne Ende immer diesen Loot finde. Ja, und ich würde sagen, guckt mir mal ein bisschen zu, wie ich hier zock. Das ist eine Mod für Arma 3. Ich packe den Download-Link mal auch in die Beschreibung rein. Ist fast so aufgemacht, so wie... Ups, einmal springen. Epoch halt auf DayZ. Für Arma 2. Ja, hier ist es genauso wie bei Epoch für DayZ. Looten, looten, looten. Und Base bauen. Und da das erste eine Open Alpha ist, noch eine sehr frische Open Alpha, klappt ja noch nicht alles. Ich habe gestern zum Beispiel fast 1000 Krypto, das ist hier die Währung, verballert, weil ich mir ein Auto holen wollte und das Auto ist einfach nicht gespawnt. Ja. Laufe ich da einige Stunden durch die Gegend und nichts passiert. Obwohl, habe gut Loot gefunden und will ja nicht kein Auto für 1100 Krypto kaufen. Wollen, tun, dingsen, dangsen. Ja, und was ist passiert? Kein Auto gespawnt. Toll, hat man sich gefreut. Dann heute Morgen, also gestern Morgen, war in der Fizzlepiss, viele Grüße übrigens, und ich fast 5 Stunden auf dem Server unterwegs hier. Haben auch gute Waffen gefunden, 2 Lynx, MK18, MK20 und ohne Ende Munition verkauft. Ein paar Dollar gemacht, bisschen spazieren gegangen, haben dabei noch einen Truck Boxster gefunden, ja, und oh, Entschuldigung, dann kam es, dann ist der Fizzlepiss mit dem Blaubär, viele Grüße auch an ihn, die übrigens, ich grüße einfach mal alle jetzt hier, Marius, Chris, Chris, Forwon, Timmy und ach, ihr wisst schon, wen ihr alle meinen, Saiki, Max, Niki und alle, die mich kennen. Und vor allem, also ich war stehen geblieben, ach ja, da wollten die beiden mal losfahren, oder, nee, gar nicht, der Fizzlepiss wollte den Blaubeer abholen. Ja, was passiert? Das ganze Scheißspiel leckt, Fizzlepiss fährt gegen die Wand, oder was weiß ich was, der Wagen explodiert und alles war weg. 5 Stunden looten umsonst. Da war ich doch ein bisschen angepisst gestern. Aber toll's, neue Runde, neues Glück, ich höre AB nicht Feuer. Ich glaube, hier brennt immer was, denn... Ja, wie hier brennt's? Wie brennt das hier? Weißt du? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was heißt das denn? Hat einer versucht, eine Base zu bauen, ja? Ja, guck mal hier, überall fliegen die Teile rum. Das kenne ich doch, das kenne ich sogar so gut. Das ist mir nämlich gestern auch passiert. Es ist, glaube ich, das ist rot, ist, glaube ich, ein Dingens, eine Mine. Aber wieso kann ich die denn sehen? Habe ich den Blick? Habe ich etwa den Blick? I am, have the Blick. Okay, ja. Was soll ich noch kurz erzählen? Ja, bald gibt es einen Livestream. Oh, ich traue mich nicht daher hin. Ich gehe aber, ja. Zack. Bald gibt es einen Livestream von mir und ich kann euch sagen, das wird kein leichter Livestream. Denn er wird 24 Stunden gehen. Und ich hoffe, ihr seid alle fleißig mit dabei und guckt mir zu, wie ich das und das spiele, mit euch spielen will. Ich hoffe, ihr wollt auch mit mir spielen. Und ihr haltet mich wach. Und dann wollen wir weitersehen. Auf jeden Fall freue ich mich schon richtig drauf. Ob ich es durchhalte oder nicht, sagt mir bald das Licht. Ja, und jetzt haben wir 3:30 morgens, dachte ich mir, ach, nehmen wir eine Runde noch auf. Weil die letzte Aufnahme mit Marius ist ja leider nichts geworden, schade eigentlich.
Weil in letzter Zeit, wenn Marius mit dabei ist, ich muss mal so viel lachen, wenn der was erzählt. Ich weiß nicht warum. Weil das ist ja. Ich kann das gar nicht. Ich heiße Marvin. Macht die ganze Zeit. Und dann macht er so ganz komische Geräusche. Hey. Ja, Marius. Du weißt schon, du bist schon eine, ne? Du weißt schon Bescheid. Auf jeden Fall freue ich mich riesig auf den Livestream. Also, ich hoffe, ihr seid echt zahlreich dabei und guckt mir zu. Und feiert mit mir mit. Wir trinken, rauchen, essen, kochen. Natürlich nicht, wir rauchen nicht, wir trinken nicht. Aber wir kochen und essen was. Ja, genau, ich könnte vielleicht eventuell live vor der Kamera kochen. Aber ihr werdet trotzdem nicht mein Gericht sehen. Haha. Machen wir uns das Leckeres zu Schmackofatzen. Mal gucken, was wir machen. Wer weiß, vielleicht lade ich auch ein oder zwei ein von euch. Na, mal gucken. Und im Übrigen, wenn ihr nicht wisst, was ihr Montag machen sollt, kauft mir ein Geschenk, denn ich habe Montag Geburtstag. Nein, braucht ihr nicht. Da eine kleiner Glückwunsch in den Kommis. Aber in den Kommentaren wäre schon ganz lustig. Würde ich mich darüber freuen. Was bin ich denn da? Was ist los mit mir? Ich bewege mich auch heute richtig schnell. Was ist denn hier? Blablabla. Ja. Das ist wahrscheinlich die frühe Uhrzeit. 3:30 Uhr morgens. Noch kein Kaffee. Oh. Der Witz ist so mancher Mensch schon ne? Durch die Decke gegangen. Und oh, ein Schwenk. Da haben wir da drin. Jetzt bin ich gespannt. Yeah, ein Leuchtstäbchen. Oh, das kann ich gleich lutschen. Das schmeckt bestimmt gut. Das ist grün, schmeckt nach Waldmeister. Na, kein Bett? Wie kein Bett? Hallo? Hier hat hier nur einer gewohnt. Ja, okay, bei dem Haus. Kann er froh sein, dass er überhaupt einen Schrank hatte. Na, was mache ich denn? Wir gehen hinten wieder raus, weil es kann sein, dass vorne welche wohnen. Wohnen. Ist das eine Kapelle? Moment. Weil in Kapellen gibt's den meisten Loot. Da sind meistens immer Waffenkisten drin. Guter Loot und hier die Müll. Der Müll, der Müll, der Müll. Der Müll. Der macht, was er will. Komisch. Und der ist, glaube ich, schon platt, oder? Aha. In anderen Worten. Hier war schon jemand. Aber das soll uns nicht aufhalten. Wir laufen trotzdem weiter. Weil meistens laufe ich immer diese Strecke. Oh, guck mal da. Ein Schrank, ein Schrank. Ich hoffe, der macht mich nicht krank. Ach, ich habe doch keinen Platz für die Knarre. Oh, eine Vorfahrt. Was ist denn jetzt besser, ey? Genau, da kommt einer. Wenn ich ab und zu mal ruhig bin, müsst ihr verzeihen. Aber hier gibt es ja nicht nur Zombies und böse Magier. Wie einer mal sagte, wer Magier. Also für mir sieht ja aus wie der Tod persönlich. Macht immer. Ja, da kriegt man doch schon leicht Angst in der Box. Und gerade ich, weißt du, ich bin ja voll der Horrorfreak, aber ich erschrecke mich immer so schnell. Wollen wir nochmal sehen. Und wenn euch das gefällt, was ich jetzt spiele, hier, diesen Arma 3 Mod, und ihr mitspielen wollt, kein Ding. Downloaden, installieren, mit mir zocken auf dem Server, aufnehmen, Spaß haben. Können wir gerne machen. Und wenn ich das Spiel weiterspielen soll, Arma 3 Mod, hier, Epoch, dann schreibt es auch in die Kommentare. Wenn nicht, schreibt es auch in die Kommentare. Oder macht einen Vorschlag, was ich spielen soll. Macht einen Vorschlag. Ich weiß nicht, was ich habe jetzt. Ich bin ja mal so armersüchtig geworden. Nicht, ich bin armersüchtig, ich gebe es sogar offen zu. Ich habe jetzt fast 1500 Spielstunden. Ja, und was soll ich großartig sagen? Ich nehme jedes DLC, jeden Mod, jedes alles mit. Ich habe jetzt sogar einen Server übernommen, weil ich einfach nur wollte, dass der Server nicht untergeht, weil die Zockerunion, den Link schreibe ich auch in die Beschreibung rein. Einfach mein Hausserver, weil das war. Ach, da kommt wieder ein Köter, ey. Wo ist er denn? Hä? Ach, für dich reicht die kleine Bubbe.
Komm mal her. Ah, warte mal, ist das die Mutigan? Fuck, Atta. Hä? Wieso bleibst du stehen, Hundi? Nein, die hat keine Waffe. Keine Muni. Nehmen wir die. Das war jetzt ein bisschen laut. Wo ist die Mutigan? Wir doch. Haben wir jetzt genommen? Alter. Seht ihr, das ist immer, ich bin immer so schreckhaft. Also jetzt lege ich mich auch hin, dort aufstehen, du Klon. Deswegen, ich habe das Gamma, ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt seht, dass ich hier im Dunkeln spiele. Ich habe das Gamma dafür hochgedreht, damit ich überhaupt was sehe. Sonst sehe ich mich gar nicht, so ein Nachtsichtgerät. Und man braucht hier für Nachtsichtgeräte, wenn man die usen will, also benutzen will, Energie. Dafür brauche ich Energiepacks. Also ich habe meine Energieleiste schon auf 2500. Ich glaube. Oh, jetzt kommt die Möglichkeit, weil ich gerade einen Hund erschossen habe. Ach mein Gott, ich bin der Tierkiller. Aber es war ja ein infizierter Hund, wie ihr gesehen habt. Wie alles in Daisy, alles ist infiziert. I am the Zombie Maker. Was ist da unten eigentlich? Sollen wir da mal hingehen? Ach, ich denke immer, ich habe diese scheiß Entfernungsmesser dabei. Habe ich gar nicht. Warte mal, das ist doch hier unten ein Doppelstockhaus, oder? Was ist da los? Habe ich keine Aufsätze? Komisch, komisch. Ich glaube, ihr seht, dass ich dann am Gamma gespielt habe, dass es ein bisschen so grau in grau ist. Naja, ich hoffe, ihr könnt trotzdem was erkennen. Ach Mensch, ich würde ganz gerne mal so richtig geil einen Riesentrupp jetzt zocken. Ladet euch das runter, meldet euch bei mir. Natürlich haben die Vorränge, natürlich die Leute, die ich schon länger kennen. Aber es wäre doch mal richtig geil, so mit mehreren Leuten auf so einem Server und dann richtig Radatz machen hier, dicke Base bauen, Zombies klatschen, Hunde killen, Schafe häuten und. Das wäre doch bestimmt ganz lustig. Ist das schon wieder ein Hund? Nee. Ja, sonst wüsste ich eigentlich großartig nichts. Ich hatte eigentlich mal nur kurz Lust, was aufzunehmen. Das ist eine Kirche da unten, glaube ich doch. Wollt euch mal den Mod vorstellen. Wenn ihr also wollt, dass ich das weiterspiele, bitte schreibt es in die Kommentare. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und gebt mir ein Like, gebt mir einen Daumen, gebt mir ein Abo. Ach, wisst ihr was? Ich habe euch auch so gerne, wenn ihr mich hasst. Aber ich glaube es nicht, dass ihr mich hasst. Denn ich bin ich und ihr seid ihr und zusammen sind wir fast vier. Also, tschüss. Euer Shizuko.